Schwester Pauline. Hallo. Hallo. Und wir haben eine kleine Werbeeinheit, aber für eine ziemlich coole Sache, die 10 Minuten in diese Richtung zu Fuß stattfindet. Und ich rede nicht vom Klimakabinett. Das ist was viel Geileres, aber es findet direkt vor der Tür vom Kanzlerinnenamt statt. Und zwar das We for Future Camp. Camping for Climate. Genau. Wir wollen dafür das Klima campen. Genau, das We for Future Camp ist eine angemeldete Versammlung. Das heißt, wir sind für 8 Tage lang mit Sack und Pack, Küche, Sanitär, Veranstaltungs- und Privatzelten ins Regierungsviertel eingezogen. Mit unserem Protest wollen wir deutlich machen, wir geben uns nicht mit halbherzigen Klimaablehnen zufrieden. Wir erwarten, dass wir jetzt handeln. Genau, wir wollen nicht auf die Politik warten, sondern wir wollen direkt loslegen. Genau, loslegen! Und auf dem Camp könnt ihr euch mit anderen Menschen vernetzen, die auch direkt was tun wollen, die es satt sind zuzuschauen. Und wir haben dort ein riesen Programm vorbereitet mit über 80 Workshops, die kostenlos euch zur Verfügung stehen, um sie zu nutzen, um euch mit anderen zu vernetzen. Ja, zum Beispiel haben auch die Fridays for Future ein eigenes Workshop-Zelt und auch die Scientists for Future haben Abgeordnete eingeladen, dass sie an Fridays for Future stellen können. Es gibt ein Zelt der Begegnung, um die Klimabewegung hier mit der in Lateinamerika zu verbinden. Denn wir alle blicken mit Erschrecken auf die grüne Lunge unserer Erde, die brennt. Gerechte 1,5 wollen mit euch einen Klimaplan von unten schreiben, Extinction Rebellion mit euch ein Aktionstraining machen und vieles mehr. Denn das Camp ist ein Ort, wo Ideen wachsen, Aktionen geplant und Projekte ins Leben gerufen werden können. Wir sind überzeugt, es braucht alle, um die Klimakrise zu lösen und deswegen seid ihr auch alle sehr, sehr herzlich eingeladen, dabei zu sein. Genau, heute bis nächsten Freitag könnt ihr spontan vorbeikommen, bringt euer Zelt mit und zeltet mit uns. Und die Band, die jetzt gleich spielt, die ist am Dienstag auch bei uns. Das heißt, da könnt ihr Press Riots gleich nochmal sehen. Und vielleicht ein kleiner Hinweis, wenn ihr da vorne einen riesen Plastikwal seht, das ist eine Kunstinstallation, das ist der Hinweis, dann seid ihr an unserem Camp gelandet. Wir freuen uns auf euch und auf eine spannende Woche. Bis Freitag sind wir da. Bis dann. Und mal einen fetten Applaus für die beiden. Ja.